Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dragon Age Inquisition. Wo könnten wir mal hingehen? Ja, das sollten wir eigentlich mal sehen. Sehenswürdigkeiten fehlen hier noch. Das ist auch eine Möglichkeit. Was passiert denn da, wenn ich da hingehe? Zack, zack und zack. Obwohl, Moment, mir fällt was ein. Seid ihr die Magieberaterin? Oh, ihr seid das. Lord Inquisitor. Ich bin Dagna. Arkanistin Dagna. Es ist mir eine Ehre, euer Gnaden. Ist es das? Das Handankermal? Sehr hübsch. Die Bresche war auch hübsch. Auf eine alles zerstörende Weise. Ich heiße euch in der Inquisition willkommen und freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Ich mich auch. Ich habe einige unglaubliche Dinge über euch gehört. Und ich liebe unglaubliche Dinge. Es gibt nichts Besseres. Ich habe mir Herods Geräte angesehen. Ihre Präzision ist fantastisch. Aber klassisch. Banal. Altmodisch. Was soll das denn heißen? Ich habe nichts gegen das klassische Handwerk. Aber ihr braucht eine neue Perspektive. Ich habe einige Änderungen vorgenommen. Solange ich das mache, könnt ihr so gut wie alles bauen. Nahezu gefahrlos. Dagna, zeigt mir, was ihr könnt. Braucht ihr Feuer? Die Leute bitten immer zuerst um Feuer. Ihr doch auch, oder? So funktioniert es. Bringt mir die seltenen Zutaten, die man braucht, um Meisterwerke zu verzaubern, und überlasst alles weitere mir. Ganz normal. Nur, dass es nicht normal ist, sondern eine Manipulation der Mächte der Natur. Und ich trage dafür Sorge, dass alles funktioniert. Ihr werdet sehen. Sie werden es alle sehen. Okay. Ich habe mal für einen Lord gearbeitet, der seine Katapulte mit Ambossen beladen hat. Inquisitor. Mit Ambossen. Ich versuche hier was zu verkaufen, Mann. Trophäe erhalten, betucht. Es wird langsam warm. Eigentlich wollte ich 7 Folgen aufnehmen, aber mal gucken, ob ich das noch schaffe. So, ja, verkauft haben wir jetzt, das ist gut. Ich hoffe, das war keine Mission, wo es heißt, ja, dann aber alles, was du gemacht hast oder was du nicht gemacht hast, das verschwindet dann bald. Dann müssen wir noch ein bisschen was anderes machen. Ich könnte auch einfach erstmal ein Päuschen machen.
Also mit der wären es dann 5. Da wir ungefähr bei 20 Minuten geblieben sind, wäre das ungefähr 1 Stunde und 40 Minuten. Ist ganz okay. 20 Minuten sind ganz geil, muss ich ehrlich gestehen. Weil ich überlege sonst immer eher eine halbe Stunde. Und gerade bei solchen Spielen konnte es auch schon fast wieder 1 Stunde werden. Ich überlege 20 Minuten, 5 Folgen, 1 Stunde 40 Minuten wären das jetzt alles aber halbe Stunde gewesen. Dann wäre ich jetzt bei 1, 2, ich glaube 2,5 Stunden. Habe ich das jetzt richtig im Kopf? Ich glaube nicht, aber egal. Ich wusste doch. Ich glaube, alle Drachen haben wir ja auch noch nicht, ne? Also wir haben wirklich noch ein bisschen was zu tun. Und ich mach schon wieder. Aber die Map an sich hat hier nichts mehr zu tun. Das ist noch ein bisschen. Ah, schon besser. Naja, wir werden sehen. Ich gehe jetzt da mal hin. Aber hier haben wir ja, glaube ich, sowieso einen Drachen schon besiegt. Gut, dass ihr hier seid, Inquisitor. Ich fürchte, sie haben bereits mit dem Ritual begonnen. Das muss Blutmagie sein. Ich hoffe, wir können sie aufhalten, bevor noch mehr Leute zu Schaden kommen. Ihr geht vor. Ich gebe euch Deckung. Nein, wartet! Kommandantin Clarells Befehle waren eindeutig. Sie ist falsch. Denkt an euren Eid. Siegreich im Krieg, wachsam in Friedenszeiten, opferbereit. Es tut mir leid. Im Tode. Bindet ihn, wie ich es euch gezeigt habe. Inquisitor, welch unerwartetes Vergnügen. Lord Livius Arimond von Virantium, zu euren Diensten. Ihr seid kein Wächter. Aber ihr seid derjenige, der Clarell entkommen ist. Und jetzt wollt ihr und der Inquisitor mich aufhalten. Nun, ich bin sehr gespannt. Ich habe schon früher Dämonen getötet. Wenn ich jetzt auch noch ein paar Wächtermagier töten muss, ist es ebenso. Ja, ich denke, ein paar werdet ihr wohl töten müssen. Wächter, Hände hoch! Hände runter! Korypheus beherrscht ihren Verstand. Sie haben sich das selbst angetan. Wisst ihr, der Ruf hat den Wächtern Angst gemacht, also suchten sie überall nach Hilfe. Sogar in Tevinter. Ja, und da mein Meister den Ruf in ihre kleinen Köpfe gepflanzt hatte, waren wir Venatori bereit. Voller Mitgefühl ging ich zu Clarell und gemeinsam ersannen wir einen Plan. Eine Dämonenarmee aufstellen, in die tiefen Wege ziehen und die alten Götter töten, bevor sie erwachen. Korypheus, der mit einer Dämonenarmee durch Orlais zieht? Diese Zukunft habe ich in Radcliffe gesehen. Und jetzt wisst ihr, wie es beginnt.
Das Bindungsritual, das ich die Magier der Wächter lehrte, hat leider einen Nebeneffekt. Sie sind jetzt Sklaven meines Meisters. Das hier war nur ein Test. Sobald die restlichen Wächter das Ritual vollzogen haben, wird unsere Dämonenarmee ganz Thedas erobern. Befreit die Wächter von der Bindung und ergebt euch. Ich sage es euch nicht noch einmal. Nein, das werdet ihr nicht. Der Älteste hat mir gezeigt, wie ich mit euch fertig werde, falls ihr töricht genug seid, euch erneut einzumischen. Dieses Mal, das ihr tragt? Der Anker, der euch unbeschadet durch den Schleier lässt? Ihr habt ihn meinem Meister gestohlen. Er war gezwungen, nach anderen Wegen ins Nichts zu suchen. Wenn ich ihm euren Kopf bringe, wird sein Dank Tötet sie! Einfach keine Vernunft annehmen. Ihr hattet recht. Durch ihr Ritual sind die Magier jetzt Koryphäus-Sklaven. Und die Krieger der Wächter? Richtig. Sie wurden für das Ritual geopfert. Welch eine Verschwendung. Arimond hat die Wächter belogen. Sie haben nur versucht, künftige Verderbnisse zu verhindern. Mit Blutmagie und Menschenopfern. Die Wächter lagen falsch, Hawk. Aber sie hatten ihre Gründe. So wie alle Blutmagier. Jeder hat eine Rechtfertigung für seine falschen Entscheidungen. Und nie ist sie von Bedeutung. Letztlich zählt allein das, was man getan hat. Ich denke, ich weiß, wo die Wächter sind, Euer Gnaden. Arimond ist in diese Richtung geflohen. Dort liegt eine aufgegebene Festung der Wächter. Adamant. Das klingt plausibel. Die Wächter und ich werden Adamant auskundschaften und sicher gehen, dass die anderen Wächter dort sind. Wir treffen uns dann in der Himmelsfeste. Hier ist irgendwas. Beanspruchen.
renne ich jetzt eigentlich hin? Achso. Ja, das könnten wir eigentlich machen. Aber markieren wir schlau. Inquisitor. Überall der Feind. Man wollte das schon vor einer Stunde erledigt haben. Das hat alles die letzte Karawane gebracht. Sind wir jetzt hier eigentlich richtig? Hör auf zu grinsen, Rekrut. Sonst ramme ich dir meinen Stiefel so tief in den Arsch, dass du mir mit den Zähnen die Schnürsenkel lösen kannst. Inquisitor? Also schön, Hauptmann. Wie ist die Lage an den Westgraten? Verglichen mit der Situation im Winterpalast ist es hier vergleichsweise ruhig. Wir haben hier nur menschenfressende Riesenechsen, Verrückte, Monster und ein riesiges Loch voller dunkler Brut. Wenigstens bittet uns niemand, mit dem Feind zu tanzen. Dem sollen wir doch reden, warum macht er denn nicht? Wie ist die Lage in der Festung der Wächter? Dort wimmelt es von Banditen. Die sind schlimmer als Stachelrücken, wenn er mich fragt. Sie haben sich in der Festung eingenistet und überfallen seitdem immer wieder unsere Versorgungskarawanen. Verdammtes Pack. Wir kennen uns noch nicht, oder? Wie ist euer Name, Soldat? Wo habt ihr gedient? Ich bitte um Verzeihung, Inquisitor. Hauptmann Rylan, zu euren Diensten. Ich war bei den Templern in Starkhaven stationiert, bis sie alle in die Hügel rannten und den Mond anheulten. Als mir dann Kommandant Cullen eine Stellung anbot, war ich froh, helfen zu können, diesen Wahnsinn zu beenden. Weitermachen, Hauptmann. Jawohl, Inquisitor. Okay, mal Questkarte. Auf Reise. So, gut. Dann würde ich aber sagen, dass wir hier an dieser Stelle ein Folgenpäuschen machen und uns hoffentlich in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin. Ciao.